Hallo zusammen, ich habe hier ein Fiat, in dem wir eine Stromversorgung gebaut haben. Hier steht ein medizinisches Gerät drin, was für etwa 4 Stunden autonom versorgt werden sollte. Wir schauen es jetzt hinten an von der Einspeisung. Wir haben hier hinten am Fahrzeug eine Einspeissteckdose für 230 Volt. So wird die Batterie über ein Ladegerät geladen. Hier drin sitzt ein Verteilkasten, in dem auch die Vorrangschaltung montiert ist. Und hier unten sitzt eine 150 Ah Batterie. Sehen wir irgendwo 150 Ah, der Pluspol ist noch nicht abgedeckt. Und hier unten sitzt unser Ladegerät und darunter ein Wechselrichter mit 1000 Watt. Und hier ist dieses komische medizinische Gerät. Das Gerät braucht etwa 400 Watt Stromspitze. Dann haben wir hier drüber einen Wechselrichter, den können wir einschalten. Und dann haben wir hier hinten Strom ab der Batterie. Hier Strom. Und jetzt sieht man das eigentlich ganz schlecht. Über diesen Schalter hier beim Eingang kann ich dann die LED-Beleuchtung ein- und zuschalten, was momentan bei der vielen Sonne keinen Sinn macht. Da hinten ist eine Steckdose und da unten ist eine Steckdose. Ja, 600 Watt, 400 Watt braucht das Gerät Spitze. 1000 Watt Wechselrichter, wir haben kein Peak auf dem Gerät. Wenn ich das 4 Stunden maximal betreiben möchte, wären das 1600 Watt, die ich in 4 Stunden brauche. Und somit reichten diese 150 Ampere Lithium-Batterie. Hier drin sitzt diese Batterie. Hier über den Wechselrichter läuft das. Das Licht oben an der Decke kann ich dann den Innenraum beleuchten über diesen Schalter hier. Kann ich die LEDs ausschalten. Das ist das verbaute Ladegerät, ein 20 Ampere Ladegerät. Zur Strombedrechnung, die wir brauchen hier, der Stromverbrauch Maximum dieses Gerätes hier, was hier abgedeckt steht, sind 400 Watt. Maximum Bedarf sind 4 Stunden autonom stehen und das Gerät irgendwie betreiben. Das heißt, 1600 Watt ziehen wir aus der Batterie und wir sehen hier unten die 150 Ampere Stunden, das sind 1900 Watt. Das reicht also die 400 sind auch als oberste Grenze angegeben. Ja, wir haben hier eine Sicherung fliegend, ein 16 Quadrat Kabel auf den Wechselrichter und von diesem Ladegerät. Das Ladegerät sind 20 Ampere, das sind 250 Watt. Also um diese Batterie zu laden, brauche ich um die 7-8 Stunden. Das Fahrzeug steht normalerweise in der Garage, also das muss an der Garage dann angesteckt werden. Weiter haben wir eine Vorrangschaltung drin, das heißt, sobald ich Außeneinspeisung habe, habe ich hier auf diesen Steckdosen, oben auf der Steckdose und hier auf der Steckdose bzw. auf dem Licht, habe ich dann
230 Volt und die Ladung funktioniert. Also wenn das Gerät mal länger steht als nur für 3-4 Stunden. Ja, das ist eine Lithium-autonome Versorgung. Weitere Video bringe ich euch natürlich hier und hier über unsere Batterien, die wir neu im Sortiment haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.